das von der Wirtschaftskammer Burgenland mit Unterstützung des AMS und der Bildungsdirektion Burgenland initiierte Projekt Lehrlingscasting fand dieser Tage in Oberwart statt. Lehrlingssuchende Unternehmer wurden mit arbeitsplatzsuchenden Jugendlichen an einen Tisch gebracht und wenn es passte, gleich Karrieren fixiert. Wie das Ganze funktioniert, hat uns Wirtschaftskammer-Vizepräsident Martin Horvath erklärt. Herr Vizepräsident, heute sind wir in Oberwart, in die Wirtschaftskammer. Es ist eigentlich viel los. Erzählen Sie uns, was da passiert, was geschieht da? Ja, ich glaube, es wird ganz deutlich, wie interessant der Lehrberuf heute hier auch dargestellt wird. Und es ist auch wichtig, speziell vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, dass die Jugendlichen sehen, welche Möglichkeiten sie haben, um Karriere zu machen. Und das wird hier wirklich sehr schön sichtbar. Die Jungen kommen, sie erkundigen sich, sie haben die Möglichkeit hier verschiedene Berufe kennenzulernen und können natürlich auch direkt ihre Bewerbungen hier abgeben. Und wir haben es auch im vorigen Jahr gesehen, die Lehrlinge im ersten Lehrlingsjahr haben um 11% zugenommen. Also wirklich eine deutliche Steigerung und wir erhoffen uns das auch für das heurige Jahr. Antrag ist groß, ich bin ein bisschen durchgegangen. Es sind wirklich viele Betriebe, aber noch mehr Jugendlichen. Sind Sie zufrieden bis jetzt mit der Veranstaltung? Ja, absolut. Und wir freuen uns natürlich auch, dass wir sehen, dass die Kontakte geknüpft werden, dass die Bewerbungen angenommen werden, dass auch die Jugendlichen hier erfahren, welche Möglichkeiten es wirklich gibt in den einzelnen Betrieben, welche speziellen Lehrberufe hier gestartet werden können. Und wir sind wirklich sehr froh, dass diese Veranstaltung hier so gut angenommen wird, sowohl für die Lehrlinge als auch für die Betriebe natürlich. Das ganze Veranstaltung ist für die Süd- und Mitte-Burgenland, wie ich habe mitbekommen, stimmt das? Ja, also es wird ja verteilt auch über das Burgenland gemacht und Oberwart ist natürlich schon ein traditioneller Austragungsort dafür und man sieht es ja auch, dass es immer mehr Bewerber werden, die hierher kommen und dieses Angebot auch nützen. Das Lehrlingscasting führt Angebot und Nachfrage im Bereich der Lehrstellen zusammen. Potenzielle Lehrlinge sollen die Möglichkeit erhalten, mit verschiedensten Lehrbetrieben erste Bewerbungsgespräche zu führen. Welche Schulen und wie viele Betriebe beim Lehrlingscasting dabei sind, erklärt uns WKO-Regionalstellenobfrau Tanja Stöckel. Wir haben 23 Betriebe hier mit über 130 Schülern aus ganz verschiedenen Schulen. Und ja, wir mussten dann irgendwann Stopp sagen, weil die Räumlichkeiten gar nicht hier sind, beziehungsweise man kann das ja gar nicht koordiniert ablaufen lassen, damit wirklich jeder Schüler zu den Betrieben kommen kann, weil sonst bricht da das Chaos aus. Also man sieht, der Ansturm zum Facharbeiter, Lehrlingsausbildungsplätze ist wirklich da. Es gibt hier einen regen Zulauf und wir sind wirklich sehr stolz darauf, dass wir da ganz aktiv mitwirken können. Wie lange dauert das heutige Veranstaltung? Wie lange können die Schüler kommen? Also wir schätzen mal, dass wir das bis zum Mittag herum, also dass wir da wirklich mit dem Gröbsten einmal durch sind. Wenn das länger dauern sollte und die Gespräche länger dauern, sind wir natürlich gerne hier, auch darüber hinaus. Haben Sie sich schon umgeschaut? Sind die Firma zufrieden? Sind die Schüler zufrieden? Ich habe mich natürlich schon umgeschaut. Man hat ja einige Firmen persönlich hier eingeladen. Und es ist wirklich durchwegs ein ganz positives Feedback. Die Firmen sind begeistert, die Schüler sind begeistert, teilweise sogar überfordert, weil so viel Angebot hier ist. Also ich glaube, wir können jetzt schon am Anfang des Tages sagen, es ist wirklich ein großer Erfolg. Welche Auswahl haben die Schüler? Die Auswahl, die Palette ist wirklich sehr breit gefächert. Wir haben von Gastronomie angefangen bis Metallbau, Elektriker, Installateur, Fliesenleger. Also wir bieten wirklich die komplette Palette an Facharbeiter ab. Mechatroniker natürlich auch, also wirklich auch die Zukunftsberufe. Und zusätzlich ist es ja auch mit den Lehrberufen in kaufmännischen Bereichen. Also wir haben auch die Post da, das letzte Mal war das Finanzamt da. Also auch in diese Richtung sollten wir denken, dass auch der Facharbeiter Lehrlingsausbildung in Richtung Bürokräfte gefragt ist. Welche Erwartungen und Wünsche die Schüler haben, sagen uns Tessa und Jasmin. Tessa, welche Schule bist du? Bettes Oberwart. Und du bist heute, welcher Beruf interessiert dich? Kfz-Techniker. Und hast du schon Gespräche durchgeführt? Ja. Und? War ziemlich gut, muss ich sagen, ja.
Hast du Vorstellung, dass du dort könntest als Lehrling anfangen? Ja, könnte ich mir vorstellen, ja. Schaust du andere Berufe auch, oder? Ja, Werkzeugbautechnikerin und Metalltechniker. Nicht schlecht. Das heißt, du bist mit dem heutigen Tag zufrieden? Ja, definitiv. Jasmin, stimmt. Du bist heute da, ich nehme an, zum Informieren. Wie bist du zufrieden mit dem ganzen Angebot? Ich finde es gut, dass man mit den Leuten reden kann und sie erklären, was genau in welchem Beruf passiert. Selbst wenn du dich nicht vorbereitest, erklärst du, was genau du machen kannst. Und hast du schon irgendwelchen Betrieb ausgesucht, was könnte für deine Bedürfnisse passen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich möchte auf jeden Fall eine Lehre mit Matura machen. Und in Frage würde der Handel, Kauf oder etwas im Büro sein. Das heißt, auf Deutsch gesagt, so wie die bei Post, könnte man im Büro arbeiten? Post oder zum Beispiel Sekretärin oder eben Einzelhandelskauffrau. Aber genau gesagt, du bist zufrieden mit dem heutigen Tag? Auf jeden Fall. Die Betriebe haben ihre Tische mit Roll-ups und Werbeartikel interessant gemacht. Aber wie sehen Sie den heutigen Tag? Es ist viel los heute in Wirtschaftskammer Oberwart. Ja, sehr gut. Sind Sie selber mit Ihrer Firma Malerbetrieb Goberl dabei? Wir sind dabei, ja. Sie präsentieren, nehme ich an, Ihre Produkte. Aber wie ist das jetzt mit den Schülern? Haben die wirklich Interesse, in den Malerbetrieb zu einsteigen oder ist er eher nicht? Nein, ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Das Interesse ist sehr groß. Also es kommen wirklich sehr viele interessierte Jugendliche, die wollen wissen, was tut man da. Und dann erzähle ich ihnen halt kurz, was man alles macht, machen kann, was für Möglichkeiten das gibt. Und wir haben schon einige Anfragen für Schnuppertage. Gott sei Dank auch sehr viele Mädchen. Das ist sehr erfreulich. Die haben teilweise sehr enttäuschende Erfahrungen gemacht, weil sie von vornherein abgelehnt wurden. Das ist bei uns nicht so. Wir freuen uns, wenn sich Frauen und Mädchen bei uns bewerben. Und mein Chef ist da sehr offen dafür. Aber fixe Zusage haben Sie noch nicht? Wir warten jetzt zusammen, weil wir waren in Stegersbach auch beim Lehrlingscasting und ich sammle jetzt die Unterlagen und dann werden wir konkret Vorschläge machen. Aber wir haben schon Anfragen, dass fix jemand kommen möchte. Und wie ist Ihre Gefühl für den heutigen Tag, dass er gut wird verlaufen? Ich bin sehr positiv gestimmt. Wie gesagt, es sind sehr viele Schüler da, das Interesse ist groß, sind auch sehr gut vorbereitet. Das ist interessant zu wissen und ja, es wird sich schon einiges tun, denke ich. Viele Betriebe sind dabei und einer von denen ist sogar Gastrobetrieb. Es hört man immer, die Gastro suchen Leute, suchen Mitarbeiter, suchen Lehrlinge. Ist das auch Fall bei die Castell in Stegerswald? Ja, wir haben uns vor 2 Jahren entschieden, Lehrlinge einzustellen. Wir haben zurzeit einen Lehrling im Betrieb, haben jetzt 4 Lehrstellen ausgeschrieben und haben eigentlich einige Interessenten gehabt heute. Das heißt, Sie sind mit dem heutigen Tag positiv gestimmt? Ja, muss ich sagen. Ja, wir waren vor 2 Wochen dabei in Stegersbach. Heute schnuppern 2 Jugendliche bei uns, die wir letztes Mal kennengelernt haben und haben ein paar Termine für die nächsten Wochen vereinbart heute. Ist das im Südburgenland wirklich so schwer, Lehrlinge zu finden? Ja, wir haben erst angefangen seit 2 Jahren, wir haben jetzt einen Lehrling. Es ist schon schwierig, aber es gibt doch auch Interesse. Auf was interessieren Sie Lehrlinge bei die Castell? Ist das für die Servieren, für die Küche? Welche Interesse zeigen die? Also wir haben 4 Lehrstellen ausgeschrieben. Es ist auch eine Kombination Küche und Service möglich. Und wir haben auch eine Kombination Eventkauffrau oder Kaufmann in Verbindung mit Restaurantfachmann oder Fachfrau verfügbar. Das wäre eine Doppellehre für 4 Jahre. Und heute waren einige hier für den Eventsbereich. Unser Resümee ist, dass es eine gelungene Veranstaltung nicht nur für die Betriebe ist, sondern vor allem für die Schüler. Es ist völlig egal, ob man direkt aus der Schule kommt, diese abgebrochen hat oder einfach einen neuen Beruf lernen möchte. Das Angebot beim Lehrlingscasting steht jedem zur Verfügung.